den David heute eingeladen, für die ich letztes Jahr spontan kurz eingesprungen bin als Fotografin. Und heute geht es darum, wie die beiden denn ja, sich verlobt haben, wie es denn dazu kam. Wie lange seid ihr zusammen mittlerweile? Über 9 Jahre. Verheiratet 3/4 Jahre. Ja, verheiratet 3/4 Jahr. Ist nach 7,5 Jahren hat David den Antrag gemacht. Was hast du dir einfallen lassen? Was ich mir einfallen lassen habe? Nichts Besonderes. Uiuiuiui. Es war aber unser Geschmack. Also, ich wollte keinen Tamtam, ich wollte nichts Pompöses, ich wollte einfach nur das, was mir verkörpert. Ja, gut, wenn du das wolltest, dann ist ja gut. Ja, ich habe mich drüber gefreut. Ja. Na, ich hatte die Ansage, nach 10 Jahren wird es eh nicht mehr Ja gesagt. Also musste ich mir irgendwann was einfallen lassen. Dann habe ich keine Väter oder sowas gefragt. Also auch nicht dein Papa. dann habe ich den Ring gekauft. Irgendwann habe ich einfach mal ihren Ring genommen, bin zum Laden gegangen, wo sie immer gesagt hat, den Ring will ich haben, den Ring will ich haben, den Ring will ich haben. Bin ich mit dem Ring hin, habe die Größe genommen, den Ring mit nach Ungarn genommen. Und dann war es ein Abend, hat sie dann einfach, war sie schlecht drauf irgendwann, weil sie irgendwie Stress hatte, keine Ahnung, wollte sie nochmal zum Ufer runter. Und da habe ich dann gedacht, ja gut, jetzt passt es, weil es war dann auch nach 7,5 Jahren genau am Tag. Dann habe ich den Ring mitgenommen und dann haben wir auf der Bank gesessen, dann hat sie sich erst ausgekotzt über alles, was so war. Und dann hat sie halt irgendwann gefragt, was mit mir los ist. Ja, jetzt erzählst du besser. Weil ich habe mich nämlich immer angelehnt. Und damit war die Teilnehmer, es ging. Achso, ob alles in Ordnung mit ihm wäre oder ob ich mir gleich hier von der Bank kipp, weil, also nee, komm her, und dann wieder rangehalten und dann geht's wieder. Ich so, nee, also jetzt müssen wir mal Puls messen. Ich so, du kippst hier gleich um, das ist nicht mehr gesund, dein Herz, das schlägt total schnell. Und mit einmal kniete er und fragte und meine Antwort war: Ach Quatsch. Ja, ich habe mit Ach Quatsch geantwortet. Und er so, also nicht, also kann ich ihn wieder wegtun? Und ich so, nein, nein, wie jetzt nein, abquatsch. Ich so, also ja, ich will dich heiraten und nein, bloß nicht wieder wegpacken. Ja, und so sind wir dann verlobt gewesen. Und dann sind wir zurück und haben es allen erzählt und es wurde sehr hart und sehr kräftig gefeiert mit sehr viel Schnaps und, ja. Schnaps. Oh, du bist gut getrunken. Ja. Voll gut, ja. Also es war sehr, also es war wirklich nichts mit großartig Familie drumherum oder auf irgendwelchen Festen, weil ich finde, das ist halt was Intimes, was die beiden angeht und unser Geschmack wäre es halt nicht gewesen, das vor der Öffentlichkeit so großartig zu machen. Mhm. Ja, das ist super süß. Ja. Und dann ging es mit der Planung los. Ja, dann ging es mit der Planung los. Also wir haben gesagt, wir fangen eigentlich nach dem Urlaub damit an. Ja. Aber dann haben wir halt im Urlaub immer schon mal so geguckt, wo man, also wo es so Location gibt. Waren uns ja eigentlich, wo wir heiraten wollten, aber mussten ja, da war, oder uns war klar, dass wir sehr viele Gäste haben werden, weil wir halt wirklich riesengroßen Freundeskreis und Familienkreis haben. Und dann ging es los, eine Location überhaupt zu finden, wo die alle reinpassen. Also hattet ihr noch gar kein Datum, sondern ihr habt auch mit der Location angefangen? Ja, wir haben eigentlich beides so parallel. Das, man muss halt, bei, wir hatten halt alles an einem Tag. Wir hatten Standesamt, Fotos und dann freie Trauung, also nichts Kirchliches, sondern freie Trauung dann. Mhm. Und bei der Standesamt muss man halt gucken, da gibt es halt nicht überall, dass man das sofort buchen kann, eigentlich erst ein halbes Jahr vorher. Und wir haben halt jetzt geguckt, bei denen konnte man schon vorher reservieren. Dann haben wir parallel nach einer Location geguckt und nach dem Standesamt, dann haben wir beim Standesamt schon mal reserviert und parallel aber auch wirklich fast am gleichen Tag die Location klar gemacht, weil die schon alle oder viele gesagt haben, wow, nee, Jahr vorher. Ist dann echt knapp. Also wir hatten wirklich auch eigentlich eine Location gefunden gehabt, die wir total toll fanden und dann hatten wir E-Mail-Kontakt mit denen und wir konnten uns aber an dem Tag noch nicht 100% entscheiden, weil wir auch noch nicht mit dem Standesamt direkt wussten, ob das dann auch an dem Tag klappt. Und kaum hat man 3 Stunden später angerufen, war die Location, die wir eigentlich wollten, komplett weg gleich. Also da war... Ja gut, eine von denen. Ja, also wir hatten halt so 2, 3 im Blick und die, wo wir gesagt hätten, die wäre unser Haushofer-Favorit gewesen, die war halt dann wirklich innerhalb. Und wir haben dann auch feststellen müssen, dass manche echt, und das fand ich total erschreckend, dass man Location teilweise 1,5 bis 2 Jahre vorher mieten muss. Und das finde ich echt krass, weil
Da bist du teilweise ja noch gar nicht verlobt, du musst aber vielleicht schon deine Location mieten. Also weißt du auch noch gar nicht, ob du genau an dem Tag heiratest, weil du ja auch nicht weißt, ob du an dem Tag vielleicht einen Standesmann-Termin kriegst. Ja, also das war dann schon. Das wird immer extrem. Ja. Das und wie viel Vorlaufzeit hattet ihr jetzt dann quasi effektiv mit Location und Termin? Ja gut, vom Antrag bis zur Hochzeit war es ein Jahr. Was genau, ja. Was, aber ihr habt ja dann noch ein bisschen gebraucht. Ja, bis man dann so richtig anfängt, war es ein Dreivierteljahr. Ja. Also eigentlich zu knapp. Ja. Weil ihr habt im Juli also geheiratet. Eigentlich zu knapp, ja. Das ist Hochsaison, ja. Wenn man wirklich dann will, auch Auswahl haben will, ist es zu knapp. Ja. Ja. Aber im Endeffekt haben wir trotzdem das gekriegt, was wir wollten. Ja, haben wir einfach Glück gehabt. Ja, haben wir echt viel Glück und auch viel Mitarbeit von der gesamten Familie und Freunden, die immer wieder Tipps gegeben haben, gemacht haben. Und wir haben eigentlich auch relativ gleich, also nachdem der Urlaub vorbei war, der Antrag gefallen ist, haben wir uns trotzdem relativ schnell an Termin und die Location gebunden gehabt. Also relativ schnell festgelegt, das wird unser Termin, das wird unsere Location. Dann hat das Standesamt auch super mitgespielt, dass wir das halt dort auch machen konnten. Und dann hatten wir eigentlich, wenn diese Hauptpunkte weg waren, hat man dann uns halt wirklich um Musikfotograf gekümmert, dass das halt auch fix war. Fotograf hatten wir schon relativ früh. Um freie Trauung hatten wir auch relativ früh. Muss. Achso. Was? Ja. Ja. Ja, und dadurch hat man halt den Winter, weil ich auch mit meinem Beruf relativ viel weg bin, im Winter relativ guten Puffer, dass wir halt vorneweg, sag ich mal, die Eckdaten stehen hatten, dass du dann halt nur noch so in Anführungsstrichen Kleinkram machen musst. Mhm. Also wie Blumen, dann das Kleid final anziehen und ja, Kleid hatte ich auch relativ schnell, muss ich auch sagen. Dadurch, dass ich halt auch so verzaubert gleich war vom zweiten Kleid, wusste ich auch relativ schnell, dass ich davon keine Überzeugung habe, weil es mein Kleid war am Ende. Es gefällt einem oder nicht, das war ja meins. Ja. Genau. Hatte die Unterstützung? Also hat die Familie irgendwie organisieren wollen? Oder? Also viel von der Familie, ja. Also von beiden Seiten. Haben auch alle, muss man aber auch sagen, haben auch sonst viele immer gefragt. Also jeder, der dann irgendwie, kann ich hier noch, wenn was ist, sagt Bescheid. Also auch Freunde, Verwandte, Bekannte. Waren ja auch viele dann halt, weil Franzi kommt aus Thüringen, ich aus NRW, wir haben in NRW geheiratet, Freunde, wir wohnen jetzt in Sachsen, Freunde aus Sachsen, Familie aus Thüringen, Freunde aus Thüringen, also es war alles dann so, alle kamen dann mal zusammen, war auch schön für uns, aber man musste halt dann auch so, weil es halt auch über 4 Tage ging, 3 eigentlich, ja, aber es waren 4. So arabische Hochzeit. Ja, wir hatten dann halt einen Freunden vorneweg vom Polterabend zusammensitzen. Ja, Polterabend, dann hatten wir halt den freien Tag, wo die dann gesagt haben, sie grenzen und dann halt die Hochzeit selber. Und dann hatten wir halt dann auch mit dem Schlafen halt. Haben wir auch einige dann halt bei Verwandten, Bekannten untergebracht, genau. Und nicht nur, die haben sich halt alle angeboten. Also. Auch wir haben gesagt, wir kaufen nicht die Kuchen von der Location, weil dann hätten wir 1:1 Bäckerpreise gehabt. Und so haben uns auch wirklich alle wirklich aus Lichtenau oder wo der Abend herkommt, die ganzen Verwandten, Nachbarn, haben uns alle Kuchen gebacken. Wir konnten zu allen hingehen, die haben Kekse, Kuchen, alles. Also unser komplettes Kuchenbuffet von 22 Torten. Kuchen hat aus Hilfe von Nachbarn und Freunden dort gestanden. Also das Einzige, was wir machen lassen, war die Hochzeitstorte. War es also günstiger mit Tellergeld quasi als genau. Direkt? Okay. Ja, aber hätten wir die ganzen Kuchen von der Location gekauft, wäre mal besser angewiesen. Also die Location so an sich war ja schon, also wir hatten ja Rundumpaket von, also wir hatten quasi eine Pauschale, hatten nicht alles einzeln abrechnen lassen, weil wir so viele waren. Und hatten wir halt pro Person eine Pauschale, eine Kopfpauschale. Und das war für uns dann günstiger, wenn wir halt die Kuchen machen lassen. Und da eh alle so gern backen, muss ich feststellen, war das halt auch top. Und wir hatten auch keinen Kuchen doppelt oder irgendwas. War gut. Es gab vorher eine Liste, wer gesagt hat, er möchte backen, wurde eingetragen, was er backt. Und dann wurde dann, hatte ich halt die Woche vorher nochmal rumgefragt, ob das jetzt alles so passt, ob das alles klar geht. Und dann war das auch so. Also es war echt alles ineinandergreifen. David hatte vorher, also ist ja mein Plan mit Plan. Es gab wirklich für die Woche vor der Hochzeit eine Excel-Tabelle, die ausgedruckt wurde, auf mehreren A4-Seiten, die an die Tür bei David daheim bei den Eltern geheftet wurde, wo wir auch geschlafen haben vor der Hochzeit. Und dann gab es da wirklich, was wann an jedem Tag gemacht werden musste in der Hochzeitsvorwoche.
Und dann wer das abholt, dann die Adressen dazu, dann die Telefonnummern dazu, dass halt, wenn irgendwelche Rückfragen bestehen. Also muss ich sagen, im Prinzip hat er das quasi, sonst wäre ich vollkommen aufgeschmissen gewesen, hätte es diese Tabelle nicht gegeben. Obwohl es Organisationstabelle, ja, ne? Und wie war denn generell so die Aufteilung bei euch? Wer hat das gemacht? David hat immer den E-Mail-Verkehr geführt, okay. Und ich habe die Telefonate geführt. So. Zwischendurch habe ich nochmal gerechnet. Ja, gerechnet, aber ob alles passt. Nee, auch nachdem du gesagt hast, wir machen das so, weil das sieht besser aus. Ja, gut. Haben wir nochmal gerechnet auch. Ja. Dann war das doch anders besser. Also beim Polterabend hatten wir uns Angebote eingeholt für eine Würstchenbude, einfach nur Würstchen. Weil wir halt beim Polterabend 200 bis 300 Leute gerechnet haben und waren zum Schluss 240. Okay, ja. Da hatten wir halt nur eine Würstchenbude mit Pommes und so. Die hatten halt Angebote, mal so ein Komplettpaket und mal halt alles so einzeln. Also 1,50 oder 2 Euro oder was weiß ich. Also rechnen lohnt sich. Ja, definitiv. Also muss einfach nochmal. Muss man einfach nur pro Person rechnen, Kotelett, Würstchen und Pommes, habe ich nur gerechnet. Ja, und bei dem anderen war es halt 10 Euro und so waren wir bei 6 Euro. Ja. Und das isst keiner. Und von daher. Ja. Aber es sah besser aus, deswegen nehmen wir das für 10 Euro. Ja, ja, ich hab's mir dann relativ gleich gemacht. Ja, aber war der Planer eigentlich. Ich habe immer nur rausgesucht mit ihm zusammen und also dekoriert quasi. Ja. Also die komplette Deko und so hatte ich auch mit Mammuts gemacht. Da hatten wir auch jetzt keinen Weddingplaner oder sowas an sich, weil ich finde, das ist halt auch so was Individuelles. Und wenn du halt jemanden hast, der dir jetzt sagt, oh, das ist jetzt in und das ist in, dann stürzt du dich vielleicht auf das, was in ist und konzentrierst dich halt gar nicht mehr so auf das, was dir eigentlich gefällt, sondern auch so wird es halt einfach zu unserer Hochzeit, weil wir hatten die Farben, das, was uns gefällt, blumenmäßig. Ja, auch schön. Also man muss auch sagen, die Location, wo wir waren, ich habe gesagt, war seit langem wieder eine Dekoration, auch vom Saal her und von den Tischen her, was nicht überladen war, wo sie auch noch ihre Teller hinstellen konnten, ihre Flaschen und war halt nicht alles voll mit irgendwas war. Und manchmal, oder die haben gesagt, weniger ist mehr. Ich fand es halt total schön, was einfach das war, was wir wollen. Ja, und nicht von irgendjemandem vorgegeben. Sehr cool. Wie habt ihr dann eure Ringe gefunden? Habt ihr da irgendwie speziell was beachtet? Habt ihr es online gekauft? Im Laden? Oder? Nee, im Laden. Eure Ringe sind also tatsächlich, muss ich sagen, anders. Ja, so ein Palladium mit Carbon. Also schwarz und silber, würde man jetzt so sagen. ja, ich war unterwegs mit dem Beruf. Und da war einer, der hatte Vollcarbon-Ehering. Also komplett schwarz. Und da habe ich gesagt, mega geil, das ist wirklich was komplett anderes. Ist halt nicht nur so Silber oder Gold und nur irgendwelche Kurven und Steinchen oder irgendwas drin. Und dann bin ich nach Hause gefahren und so, da habe ich gesagt, bopp, ich habe unser Material gefunden, aus das unser Ehering bestehen soll. Und ich so, das ist was ganz Eigenes, das hat nicht jeder. Das finde ich total geil. Und dann hat er dann gesagt, aber nur schwarz ist halt dunkel. Und ich gesagt, ja, sehe ich auch ein. Und dann haben wir halt einen Misch gefunden und dann sind wir so von Juwelier zu Juwelier eigentlich gedacht. Ja, das, die Juweliere haben alle gesagt, das macht nicht jeder. Also Carbon macht nicht jeder. Weil das nicht bearbeitet wird. Genau. Du kannst es nicht nachbearbeiten. Wenn der Ring einmal so dran ist, ist gerade für die Frau und so, vielleicht schon, dann wird Finger werden dicker und gehen danach nicht wieder zurück und der Ring passt nicht, kannst du halt den Ring nicht weiten lassen oder verkleinern lassen. Der ist dann halt so mit dem Carbon. Muss es halt neu sehen. Also es kann bei dem Material einfach so. Das muss man halt wissen, deswegen haben viele gesagt, machen sie nicht. Genau. Aber wir hatten dann trotzdem bei uns daheim einen Juwelier gefunden, der das macht. Und dann, wir hatten auch so 6-7 verschiedene Ringe zur Auswahl, ne? Mit Carbon. Ja. Aber haben sie auch gesagt, das nehmen sie halt irgendwann aus dem Konzept raus, wegen den Umständen, dass man es halt nicht bearbeiten kann. Okay. Aber die sind super schön. Ja, das ist halt so was anderes. Die Großeltern haben wieder gesagt, ein bisschen dunkel, ne? Aber nee, muss man halt drauf vorbereiten. Ja, also, aber es soll ja auch nicht denen gefallen, sondern uns gefallen. Ja, ja, diese Klasse. Habt ihr auf irgendwas Spezielles geachtet, generell bei der Planung? Oder seid ihr einfach mal drauf losgestürmt? Habt ihr euch irgendwo Inspiration geholt? Wir hatten kein Budget am Anfang. Und wir brauchen kein Budget. Das war schon irgendwie passend alles. Wir hatten noch keine Vorstellung von irgendwelchen Preisen, was kostet oder. Wir waren noch nirgendwo und haben uns irgendwas angeguckt. Ja,
ich angeguckt, Locations. Dann gesucht Standesamt dazu. Und dann haben wir noch die freie Rednerin gesucht. Aber wir haben nirgendwo eine Hochzeitsmesse oder sowas. Nee, das haben wir nicht gemacht. Dafür hat man auch gar keine Zeit, weil ich erstens so wenig da bin und uns ist auch wirklich eigentlich nicht interessiert. Weil ich immer gesagt habe, ja, wir müssen ja unseres draus machen. Und wenn ich mir da 5000 Ideen von jemand anders suche, dann ist es ja auch dann nicht mehr so unseres. Die einzigen Inspirationen, die wir hatten, war von der Hochzeit vorher. Ja, denn so wie wir es nicht machen wollen. Ja, zum Beispiel, dass wir nicht so einen Redner haben wollen oder dass wir keine Location haben wollen, wo auch noch 4 andere Hochzeiten gleichzeitig drin sind. Was wir halt so von Spielen halten. Wir haben auch dann klar zu unseren Trauzeugen gesagt, wir wollen abends keine direkten Spiele haben, weil wir finden, das macht die Partystimmung kaputt. Wenn du halt immer wieder, wenn gerade ein Hoch ist. Oder so viele Spiele. Ja, oder so viele Spiele, vielleicht mal 1, 2, aber. Weil wenn du gerade ein Hoch hast auf der Tanzfläche und dann kommt einer, wir machen jetzt ein Spiel. Ja, dann müssen sich alle wieder setzen, dann geht die Laune wieder runter. Ich meine, du kannst auch mit einem Spiel eine Stimmung anheizen, aber ja, wir wussten, dass wir eine relativ junge Partygesellschaft sind und dass alle ziemlich gern tanzen. Und deswegen haben wir darauf verzichten wollen, großenteils. Also, ja. Okay. Aber sonst waren unsere Inspirationen wirklich die Hochzeiten vorher. Ah ja, und Pinterest, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist immer wieder ein Pinterest. Ich kann da Stunden verbringen und es ist. Da war auch unser Kennenlernspiel, also mit den Kameras hier, mit einer Kamera. Und ja. Wo auch im Nachgang sagen, das war so eine geile Idee, weil wirklich so viele waren, die sich nicht kannten. Ja, das war richtig cool. War das, also da hatte ich die Idee ja auch von den Haaren, hatte meine Friseurin die Idee von Pinterest. Ja, aber sonst. Also hast du dich auch immer beraten lassen, immer. Ja, also ich habe immer mal so geguckt, was einem gefallen könnte oder was mir gefällt. Also du bist, glaube ich, eher die, die weiß, was sie nicht will. Ja, genau. So bin ich auch in den Brautladen übrigens eigentlich. Ich sage, ich möchte nicht aus wie ein Törtchen, ich möchte nicht glitzern, ich möchte nichts Ausstelliges haben, ich möchte nicht aussehen wie eine Prinzessin. Ich so, das bin ich nämlich nicht. Und daraufhin hat sie gesagt, alles klar, Sie sind Sportler, ich habe ja was für Sie. Und dann kam sie da schon mit den Kleidern um die Ecke. Voll cool. Ja, also so, was ich halt meine, mit Törtchen so ein Gerücht ist. Ja, das hätte nicht zu mir gepasst. Also bei anderen sieht das total top aus vielleicht, aber ich will gesagt, also wie so ein Cupcake möchte ich nicht aussehen. Also da kann ich drauf verzichten. Nee, aber der Styling hat generell perfekt gepasst. Auch die Haare dazu. Und da hat es die Haare ja noch echt super, super lang. Ja. Ich wollte es mir halt abschneiden, aber dann hat die Friseurin gesagt, nee, dann geht es mit der Frisur nicht auf. Ja, aber war es froh, ne? So geht's. Das war schon Wahnsinn. So lange waren sie mit Locken Mühe. Nee, so lange war es nicht. Es waren ja auch Flochten und ging bis Mitte des Rückens runter. Das war schon schön. Und die Blumen, das hast du ja auch schon so vorgestellt. Also ich weiß ja, du hast keine Rosen. Ja. Ja, also da bin ich ganz knallhart in den Blumenhaar rein. Also und habe gesagt, ich möchte eigentlich keinen Brautstrauß haben, aber ich weiß, dass es Pflicht ist. Das ist guter Fotos, was ich euch da gesagt. Deswegen möchte ich nur was ganz Kleines haben. Und dann kam sie da mit ihrem Katalog rein und hat gesagt, nee, brauchen wir nicht. Ich weiß, was auf die Tische ist. Ich weiß, dass ich hier nur so eine kleine, ich glaube Gerbera nennt sich das, diese großen Blümchen. Wie die bei mir drin? Nee, die andere dahinter. Das ja, ist genau, die Orange ist eine Gerbera. Genau, die weiß wollte ich haben, mit ein bisschen Scheuerkraut und so ein bisschen hier Kragliches. Das wollte ich einfach nur auf den Tischen haben und. Ist nicht auf dem Video, aber. Ja, aber ihr wisst ja was. Genau. Ja, und dann wollte ich da die komplette Vorstellung. Okay, ich habe auf den Tischen 2 so lange Vasen. Ja. Und da kommt noch so eine Blume rein mit ein bisschen Grün. Und dann wollte ich auch noch Efeu auf den Tischen ein bisschen lang haben. Also das ist. Und so wollte ich dann das Ganze auch in den Blumen, von meinen Blumen mit aufnehmen. Ja. Und dann habe ich denen das gesagt und dann kam sie nochmal, ja, aber mit. Und ich so, nein, nur klein, fein, mein Strauß. War auch super, der war super leicht, der war toll. Der super handlich, aber der sah trotzdem top aus. Genau, und das gleiche habe ich für David als Anstecker machen lassen. Hat den Papas und den Trauzeuger, hatten das gleiche, was David hatte, nur den Kleinen als Anstecker. Und meine Trauzeugin und mein Blumenmädchen hatte den Strauß, den ich hatte, nur in abgeschwächter Version nochmal. So, dass alle zusammengepasst haben. Ja.
Habt ihr generell irgendwie Tipps? Vielleicht habt ihr irgendwas vergessen beim Plan oder irgendwie so Dinge, die man beachten sollte? Oder ist es euch einfach von der Hand gelaufen? Also Preise vergleichen haben wir ja jetzt schon gesagt. Ansonsten? Vielleicht auch mal gucken, was man selber machen kann. Vergleichen, ob es sich so lohnt mit Kuchen und Tellergeld und so weiter. Ja, gut. Klar, Preise immer vergleichen, wenn man die Chance dazu hat. Keine Frage. Tipps, das haben wir vergessen. Am besten an dem Hochzeitstag sich keine Blatt drüber machen, wenn irgendwelche Zeitpläne nicht aufgeben. Ja gut, sowas halt abgeben alles. Ne? Ja. Das gibt man den Trauzeugen oder den Eltern und sagt, hier, so soll das. Und wenn irgendwelche Fragen sind, an die wenden und keine Nein. Ahnung. Die kommen dann nur wirklich dann mit dem Allerwichtigsten zu dir, aber sonst... Genießen. Ja, genau. Also an dem Tag musst du das Brautpaar abgeben können. Ja. Weil sonst hast du nicht den... Ja gut, was jetzt noch ein Tipp ist, wenn man irgendwas üben will noch... Das nicht auf den Arm dann vorher. Dann schiebt es nicht bis an den Arm vorher, weil das hat nicht geklappt. Nee, da kommen manchmal Freunde um die Ecke und grenzen auch mit einem bis spät in die Nacht. Also ich weiß nicht, ob alle wissen, was Grenzen ist. Wenn ihr das vielleicht erklären könnte? Beim Grenzen geht es eigentlich sehr viel ums Trinken. Das alles ist einfach um Trinken. Aber es hat auch ein Brauchtum. Das Haus wird mit Kinderkleidung und Sturchen geschmückt und soll den Kindersegen bzw. den Kinderreichtum der neuen Familie hervorbeschwören. Ah. Ja. Irgendwie so. Okay, cool. Genau. Ja, also wie gesagt, Hochzeitstanz vielleicht schon ein bisschen vorher ja. Oder einen Kurs machen. Ja. Auch irgendwelche Reden. Ja, reden. Oder Trauversprechen oder sowas. Versprechen, sowas. Alles ein bisschen vorher, zeitnah üben und nicht auf den letzten Abend schieben. Weil, wie gesagt, es können Freunde um ihr gekommen, die man kretzen. Ups. Und dann ist jeder Plan hinüber. Ja, okay. Habt ihr irgendwie Vorlagen oder so verwendet? Oder, naja, wir hatten aus dem Hochzeitsshop diese Zeitung. Wo so ein bisschen chronologisch das was, wann, was, wie, was am besten gemacht werden soll, 9 Monate vorher, 8 Monate vorher, sowas. Und das war so ein bisschen unser Anhaltspunkt. Manches davon hat man gar nicht, das braucht man nicht beachten. Aber gerade so als Erinnerung, 6 Monate vorher, du musst ja jetzt auch Standesamt, das wäre ganz günstig, und deine Ehe beantragen. Ja, und dann immer drauf gucken, ob eure Namen richtig geschrieben sind. Okay, gab es dann Fehler bei euch? Ja, ich habe mich mit allen Gerichten und mit dem Standesamt, wo mein Geburt- und Gästeauszug herkommen musste, 3 Monate rumgestritten, weil ich da anders stand wie auf meiner Geburtsurkunde. Und da wollte sich keiner verantwortlich für fühlen und es wollte auch keiner ändern. Und, aber ja, es musste geändert werden, sonst hätte man nicht heiraten können. Okay. Ja, also achtet darauf, dass eure Namen richtig sind. Okay. Dass das mal irgendwann zum Tragen kommt. Ja, ich habe 26 Jahre lang anders, mit einer anderen Schreibweise gelebt. Und bin aber trotzdem nach Russland gegangen. Unbewusst. Und ja, auf meiner Geburtsurkunde und auf meinen Ausweisen. Und alles stand mein Name so, wie ich lebe. Mhm. Und im Geburtenregister war auch anders geschrieben. Oh, aber dann muss man es im Geburtenregister dann angleichen. Ja, oder du gleichst halt alle deine Zeugnisse, Urkunden, Ausweise auf das an, was im Geburtenregister steht. Also am besten einmal das Geburtenregister nach der Geburt des Kindes holen, ja. Gucken, ob es passt, wenn nicht, dann schon sagen oder halt sagen, es ist okay. Ja, genau. Das ja. Hat sehr viel Trouble gemacht, ja. Okay. Braucht man nicht in der Zeit, aber nee. Passt halt. Ja. So. Ja. Hat auch noch geklappt. Was ich heute noch empfehlen kann, ist der Brautschuh von Rainbow, weil der ist innen gepolstert. Und damit gibt es echt, den kannst du 10 Stunden tragen, 11 Stunden tragen und hast keinerlei Druckstellen. Mhm. Du kannst den ganzen Tag tragen, tanzen, machen, tun. Der war super. Voll cool, aber du hattest auch nur so 5 cm, oder? Genau, ich hatte 5 cm, weil ich noch nicht mehr brauchte, weil ich schon sehr groß bin und mein Brautkleid sonst hätte verlängert werden müssen oder es hätte 3 cm gekürzt werden müssen. Also habe ich den Schuh aufs Kleid angepasst. Also hätten wir jetzt gesagt, wir können auch einen ganz flachen Schuh tragen, hätte ich gesagt, jawohl, Jackpot. Aber nein, ein bisschen Absatz haben die auch gesagt, braucht man einfach, um diese Haltung an den Tag zu haben und das Kleid zu verkörpern und keine Ahnung. Ich und Kleider war halt, ich so nur, ja, machen wir. Ja, aber für den einen Tag ist das sicher ja. Für uns. Doch, war ein schöner Tag. Sehr, sehr gut. Ja, ich danke euch. Wir machen nachher noch.
nochmal weiter mit der Hochzeit selbst. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr Fragen habt, schreibt uns doch wie immer in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Girl, I know a place where the green grass grows in a sunny embrace, and we can get away, girl, make our escape where it's on.